Der letzte Tag der aktuellen Eventwoche ist im vollen Gang und heute könnt ihr den legendären Piritator fangen. Richtig, richtig nice, dass wir wieder die Chance auf einen ultrakrassen Saurier haben. Ich hatte auch einen Versuch, ihr seht es im Hintergrund, ich habe ihn auch eingesetzt, ihr seht das Gameplay noch dazu. Ich bin wieder zurück aus Köln und damit geht's weiter mit einer weiteren Runde Jurassic World Live. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, ich bin zurück. Auf dem Heimweg habe ich noch den Piritator gefangen, damit ich euch das wenigstens noch zeigen kann. Hatte, glaube ich, paar 50 DNA, bin damit auf jeden Fall zufrieden. Richtig nice ist auf jeden Fall das, was ihr im letzten Video gesehen habt. Sorry erstmal dafür, dass dieses Video so spät gekommen ist. Ich hatte da einfach WLAN bedingt. Ich konnte, das hat 4-5 Stunden hochgeladen, dieses Drecksvideo. Sorry dafür. Im Hintergrund seht ihr es, Piritator legendär. Sieht richtig nice aus, vor allen Dingen, wenn man dann, ich glaube, ich hatte auch einen Screenshot gemacht. Genau, hier seht ihr es, da war dann gerade 3 im Park und dann so 3 rote Saurier. Da sind, sieht das richtig nice, auch nice aus, auch wenn da nur ein Versuch für mich übrig war, aber das macht nichts. Und natürlich auch noch weitere Saurier gefangen. Ihr wisst, Dracorix und so weiter. Ja, Dracorix, Gen 2 habe ich auch einen gesehen. Kann es euch, glaube ich, auch mal einblenden. Genau, hier ist der Dracorix Gen 2. Den habe ich auch wild fangen können. Aber wir widmen uns jetzt noch mal kurz. Denke ich doch dem Piritator. Zumindest was er so für Stats hat. Oder für Attacken hat. Wie gesagt, ich kann ihn noch nicht freischalten. Ich kann euch aber die Attacken schon mal sagen. Attacken sind erstmal Armor Piercing Rampage. Ist dieser, ja, dieser, diese Panzerung durch, die Panzerung durchbricht der Angriff mit zweifachen Schaden. Cooldown 1 Sekunde und Delay ist auch 1 Sekunde. Das heißt, man kann ihn in der zweiten Runde einsetzen. Ich glaube, die Attacke hat auch den Tyrannosaurus. Dann noch den schwächeren Angriff Armor Piercing Strike, der macht einfachen Schaden, umgeht aber auch die Panzerung, ist also auch richtig nice. Auch Expose Weak Spot macht einfachen Schaden und macht den Gegner verwundbar für 3 Runden. 3 Runden Cooldown, nice. Und Ready to Crush, ihr kennt die Attacke Increase Damage, also er macht den Schaden um 50% höher und 30% gerade für 3 Runden, also das ist richtig, richtig nice. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall schon was anfangen. Richtig, richtig gut. Es gibt dann noch zu den Werten, er hat eine Geschwindigkeit von 127, macht kritischen Schaden von 5 und hätte auf der ersten Stufe 1997 Leben und 928 Schaden, also der ist es richtig. Er ist einfach aufgrund seiner hohen Attacke, macht er richtig, richtig Schaden und kann richtig gut gegen Tanks. Da aber auch gegen, ja, die, ja, eigentlich gegen Tanks, auch gegen die nicht nur unbedingt Panzerung, sondern viel Leben haben, eingesetzt werden, da er so ultra viel Schaden macht. Auf jeden Fall ein Saurier, den man haben sollte. Freue mich richtig drauf, wenn ich den irgendwann freischalten kann. Dauert noch ein bisschen. Ich bin's mal gespannt. So viel schon mal dazu. Mehr habe ich euch auch gar nichts weiter zu erzählen. Ja, ich möchte morgen, geht's dann mit der nächsten Woche weiter. Da bin ich mal gespannt, ob sie das so bringen, wie ich es predicted habe. Ihr habt es im Video gesehen, wie es geleakt wurde, was da eben soll. Ich bin es gespannt und freue mich auf jeden Fall dann darauf, die Saurier diese Woche dann fangen zu können und dann vielleicht auch den einen oder anderen noch zu pushen und vielleicht ins Team aufnehmen zu können. Aktuell sind die 101 Saurier im Spiel, mir fehlt nur noch der eine. Zumindest den einen, den ich nicht gesehen habe, das ist natürlich der Utarinex, wo ich auch die beiden Vorentwicklungen noch nicht habe, aber ich habe jetzt den Dracorix, deswegen sollte ich ihn auch gesehen haben, dann, sobald ich den freischalte und dann habe ich zumindest schon mal alle gesehen, gefangen habe ich, glaube ich, Moment, ich schaue gerade für euch nach, aktuell 77 von 101, wenn ich den Dracorix freigeschaltet habe, ich denke, das ist doch eine ganz gute Quote. Und morgen gibt es auf jeden Fall wieder ein längeres Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und viel Erfolg beim Giveaway. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.